Peter Bofinger ist Professor für Volkswirtschaft an der Uni Würzburg und einer der bekanntesten Ökonomen. Er ist außerdem Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage und damit einer von 5 Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten. Wir wollen heute mit ihm reden über Niedriglöhne, befristete Arbeitsverhältnisse, Minijobber und die von Martin Schulz geäußerte Kritik an der Agenda 2010. Außerdem über den Vorwurf der US-Regierung, die deutschen Exportüberschüsse schaden anderen Ländern. Herzlich willkommen, Herr Professor Bofinger, und vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ja, gerne. Den Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen gibt es seit 1963. Er soll einmal im Jahr ein Gutachten erstellen, jeweils bis zum 15. November, und der Bundesregierung dann einen Eindruck vermitteln, wie die gesamtwirtschaftliche Lage ist. Sie sind seit mittlerweile 13 Jahren Mitglied in diesem Gremium der Wirtschaftsweisen und damit so lange wie kein anderer Ihrer Kollegen. Ich habe mich gefragt, wie kommt es zu so einer langen Amtszeit, und habe im Gesetz nachgeschaut, und da heißt es, Zitat, die Mitglieder des Sachverständigenrates werden auf Vorschlag der Bundesregierung berufen. Zum 1. März eines jeden Jahres scheidet ein Mitglied aus. Die Reihenfolge des Ausscheidens wird in der Sitzung durch Los bestimmt. Hatten Sie einfach Losglück und sitzen deshalb jetzt noch im Sachverständigenrat? Nein, so ist es nicht. Dieses Losmodell war nur ganz am Anfang, als der Sachverständigenrat neu gegründet worden ist im Jahr 1963. Und es ist so, dass jedes Mitglied eine Amtszeit von 5 Jahren hat. Und das Ganze ist so strukturiert, dass diese Amtszeiten versetzt sind, sodass in jedem Jahr jeweils ein Mitglied ausscheidet oder aber zur Verlängerung ansteht. Und dieses Losmodell wurde eben am Anfang gewählt, weil ja da 5 Leute gleichzeitig gestartet sind. Jetzt musste man die versetzte Amtszeit dadurch bekommen, dass am Anfang Kollegen quasi ausgewürfelt worden sind. Das war aber nur in den Jahren 63, 64, 65. Ah, okay. Und jetzt ist es einfach ganz regulär, dass in jedem Jahr ein Mitglied entweder ausscheidet oder zur Verlängerung ansteht. Und das ist ja vielleicht auch keine schlechte Idee, denn es könnte ja durch Zufall sein, dass plötzlich in einem Jahr alle 5 Mitglieder zur Verlängerung anstehen. Dann könnte eine Regierung den gesamten Rat austauschen und dann nur noch Ökonomen reinsetzen, die dieser Regierung wohlgefällig sind. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz kluge Idee. Sie fallen ja nicht nur dadurch auf, dass Sie der am längste dienende Wirtschaftsweise sind, sondern Sie fallen auch immer mit abweichenden Positionen auf innerhalb des Sachverständigengutachtens. Sie gelten als einziger Keynesianer in der Gruppe. Aber diese Isolation scheint Ihnen nichts auszumachen. Reden die anderen Wirtschaftsweisen überhaupt mit Ihnen da? Also zunächst mal muss ich das mit der Amtszeit auch ein bisschen korrigieren. Es gab außer mir schon 2 Mitglieder des Sachverständigenrats, die eine Amtszeit von insgesamt 15 Jahren hat, also 3x 5 Jahre Amtszeit. Aber unter den jetzigen sind unter Sie den sozusagen jetzigen der am längsten bin ich der am längsten Dienende. Es trifft zu, dass wir in einer ganzen Reihe von Fragen unterschiedliche Auffassungen haben. Aber es ist Gott sei Dank so, dass wir ein sehr gutes persönliches Verhältnis miteinander haben. Wir haben auch ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Das heißt, also wir kommen eigentlich gut damit zurecht, dass wir eben viele Dinge einfach auch grundsätzlich anders sehen, anders einschätzen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Ökonomie, die eben auch nicht diese Exaktheit bieten kann, wie das jetzt, sagen wir mal, eine Naturwissenschaft bieten kann. Das heißt, es kommt, auch wenn man, was die Theorien angeht, die Theorien ähnlich sieht, es kommt eben dann jeweils wieder zu unterschiedlichen Einschätzungen, wie dann in einer konkreten Situation Maßnahmen oder Entwicklungen zu beurteilen sind. Eine dieser Theoriefragen ist wahrscheinlich auch, wie man die Exportüberschüsse eines Landes betrachtet. Nächste Woche kommt der US-Finanzminister, der neue, zum ersten Mal nach Berlin. Und die US-Regierung unter Trump hat schon massive Kritik geäußert, eben an diesen Exportüberschüssen Deutschlands. Der Berater von Trump, also der Wirtschaftsberater, hat gesagt, ich zitiere mal, ich denke, es wäre nützlich, mit Deutschland offen über Wege zu sprechen, wie wir diese Überschüsse reduzieren können, und zwar außerhalb der Grenzen der Beschränkungen, die die Deutschen für sich geltend machen. Jetzt ist so, die Exportüberschüsse sind tatsächlich also deutlich größer, also als die Exporte, als die Importe Deutschland-USA. Also die USA exportieren Waren und Werte von 50 Milliarden Euro nach Deutschland. Andersrum Deutschland im Waren im Wert von 125 Milliarden in die USA. Wo liegt das Problem dieser Export? Also, oder anders gefragt, gibt es überhaupt ein Problem? Also hat die Regierung Trump mit dieser Kritik an diesen Exportüberschüssen möglicherweise sogar recht?
Also bei aller sonstigen mangelnden Sympathie für die Regierung Trump muss man sagen, in dem Punkt hat sie nicht so ganz Unrecht. Denn ein Exportüberschuss bedeutet ja nichts anderes, als dass ein Land sehr viel einnimmt durch den Verkauf an Waren aus das Ausland und relativ wenig von dem Geld, das es einnimmt, wieder ausgibt. Mhm. Ja, das heißt also, es ist eine relativ hohe Sparneigung da und das, was wir eben nicht ausgeben, von dem, was wir einnehmen, das fehlt im Rest der Welt als Nachfrage. Das heißt, wir sind natürlich schon mit diesem hohen Exportüberschuss eine globale Nachfragebremse. Und was eben ganz wichtig ist, es geht bei der Kritik an dem Exportüberschuss nicht darum, dass wir so viel exportieren. Ja. Das ist okay, das ist wunderbar, das sollte man ja auch nicht beschränken. Das Problem ist, dass wir von dem Ganzen, was wir einnehmen, dass wir ein bisschen wie Dagobert Duck auf diesem Geld sitzen bleiben und das fehlt dann im Rest der Welt als Nachfrage. Deswegen also, ist also die Kritik hat ja schon einen berechtigten Kern, den wir auch ernst nehmen sollten und wo wir uns auch Gedanken machen sollten, was könnten wir denn tun, damit wir einfach global als wichtiges Land in der Welt mehr Nachfrage entfalten können. Aber das hieße doch, dass wir im Prinzip, oder dass die Unternehmen mehr Waren im Ausland kaufen sollen oder mehr Investitionen im Ausland machen sollten? Oder wie könnte da eine Lösung aussehen? Naja, man könnte einfach jetzt versuchen, bei uns im Inland die Nachfrage stärker noch zu beleben und dass aufgrund dieser stärkeren Nachfrage dann eben auch mehr Produkte aus dem Ausland bezogen werden. Das können ja auch Konsumgüter sein, also wenn die Verbraucher mehr Geld in der Tasche haben, dann werden sie ganz automatisch auch mehr ausländische Produkte kaufen und auf die Art und Weise wird dann ein solcher Überschuss auch wieder reduziert werden. Mehr Geld in der Tasche hieße natürlich auch vielleicht Lohnerhöhungen, hieße natürlich dann wiederum, dass die Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, teurer werden, hieße dann wiederum, dass die Exporte wahrscheinlich zurückgehen. Das wäre jetzt der Korrekturmechanismus, dass der quasi in beide Richtungen wirkt. Also höhere Löhne bedeuten zum einen mehr Kaufkraft im Inland, zum anderen nimmt natürlich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit etwas ab. Deswegen geht auch die Nachfrage etwas zurück und beides zusammen führt dann dazu, dass die Exporte und die Importe sich wieder etwas mehr angleichen. Also insofern hat ein linker Ökonom doch Verständnis für die Regierung Donald Trump, zumindest in diesem einen Punkt. Eine andere Sache, die die US-Regierung machen will, ist die Finanzmarktregulierungen abzubauen, also diese Beschränkungen, dass Banken, also Banken, die mit Kundengeschäften machen, gleichzeitig eigene Investmentgeschäfte machen können. Was ist von dieser Regelung, von dieser Deregulierung zu halten? Also wenn ich mir jetzt angucke, was die Finanzkrise vor allem auch in Europa verursacht hat, dann ist es sicher nicht der Eigenhandel der Banken. Ja, also ein Großteil, gerade jetzt in Europa, der Finanzkrise kam durch ein ganz klassisches Kreditgeschäft. Die Banken haben einfach ziemlich unbegrenzt Kredite vergeben und haben damit auch Immobilien finanziert im großen Stil, für die dann keine Mieter da waren, für die keine Nachfrage da waren. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob diese spezielle Regel, die den Eigenhandel wieder zulässt oder die Möglichkeiten für den Eigenhandel erhöht, ob das nun wirklich die Regel ist, von der man sagen wird, damit wird das Finanzsystem wieder instabil. Aber der ganze Handel zum Beispiel mit Kreditausfallversicherungen und sowas, die ja sozusagen das beschleunigt haben, also dass die Krise so massiv wurde dann auch, der wäre auch nicht davon betroffen? Also ich glaube nicht, dass dadurch jetzt eine fundamentale Änderung stattfinden wird. Also zumindest was die europäischen Banken angeht, würde ich jetzt nicht darin jetzt eine Ursache sehen, dass man sagt, damit steuern wir wieder in die Finanzkrise rein. Ich würde das nicht erlauben. Ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man sagt, das ist jetzt quasi die Maßnahme, die das Finanzsystem wieder destabilisiert. Entscheidend für die Stabilität des Finanzsystems ist, dass natürlich ausreichend Eigenkapital vorgehalten wird. Da hat sich auch sehr viel getan seit der Finanzkrise, wieder deutlich mehr an Risikopuffern dann vorgehalten, um in Krisenfällen einzugreifen. Und zum anderen ist halt auch wichtig, dass man die Risiken, die die Banken eingeht, dass die halt auch richtig sozusagen, wie wir sagen, bepreist werden, dass eben für hohe Risiken auch viel Eigenkapital bereitgestellt werden muss. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht die wichtigere Stoßrichtung als die Frage Eigenhandel ja oder nein, zumal das oft auch in der Praxis gar nicht so einfach ist, was ist jetzt Eigenhandel und was ist nicht Eigenhandel. Also ich wäre da jetzt nicht so leidenschaftlich in dieser Frage. Okay. Wie ist denn überhaupt die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung zu bewerten? Also es ist ja bisher sehr viel Ankündigung, ja, also Ankündigungen, die jetzt vor allen Dingen auch über Twitter und so stattfindet, dass man Unternehmen, dass man nicht zulassen will, dass Unternehmen im Ausland irgendwie Fabriken aufbauen.
Aber von dem, was sichtbar ist, wie bewerten Sie das? Ist die Politik der US-Regierung, die zu erwarten ist, jetzt eine Bedrohung eigentlich für unseren Wohlstand in Deutschland? Also ich glaube, es ist sicher eine Bedrohung zunächst mal auch für die USA, wo ja viele Menschen, die jetzt durch Obama eine gesetzliche Krankenversicherung bekommen haben, die wieder verlieren werden. Also von daher macht eigentlich Trump das Gegenteil von dem, was er angekündigt hat, nämlich an die vergessenen Männer und Frauen zu denken, sondern er verschlechtert ihre Lage. Problematisch ist ja auch, was er angekündigt hat, an Steuersenkungen, die eben im großen Stil den Reichen zugutekommen und die Mittelschichten, die Ärmeren, werden relativ wenig davon bekommen. Das heißt, er macht auch da das Gegenteil von dem, was er angekündigt hat, dass er eben so an die einfachen oder normalen, oder wie Martin Schulz, die hart arbeitenden Menschen denkt, sondern er macht Maßnahmen, die Reichen noch reicher machen. Das heißt, die soziale Spaltung, die ja vielleicht ein Grund dafür war, dass er gewählt worden ist, die wird durch die Art der Politik, die er betreibt, eher zunehmen. Und jetzt die breitere Frage, was hat das mit uns zu tun, welche Auswirkungen hat das für uns? Erwarten Sie zum Beispiel Handelskriege, erwarten Sie sozusagen viel mehr Protektionismus, als es heute gibt? Also ist natürlich schwierig, bei dem chaotischen Stil von Herrn Trump Prognosen zu machen, aber wenn er tatsächlich jetzt sich nicht an die Regeln der Welthandelsordnung mehr halten will, das hat er ja angekündigt, dass ihm das nicht so wichtig ist, und wenn das andere tun, dann wäre das natürlich der Weg dahin, dass wir in der Weltwirtschaft wachsenden Protektionismus bekommen, denn es ist klar, wenn einer anfängt, dann schlagen die anderen zurück. Und das war ja genau die Idee dieser Welthandelsordnung, dass man sagt, um Himmels Willen, wir wollen eine solche Eskalation von vornherein verhindern, indem man eben nicht jetzt gezielt gegen einzelne Länder Strafzölle erheben kann. Und wir haben dazu das Problem, dass hier auch in China eine Wirtschaftspolitik gemacht wird, die extrem nationalistisch ist, die auch protektionistisch ausgerichtet ist. Ich meine, die Chinesen machen das nur geschickter, nicht? Die treten in Davos auf und sagen, wir sind für den freien Handel. Aber sie machen natürlich eine Politik, die ganz stark auf ihre nationalen Interessen zugeschneidert ist und die auch protektionistisch ist. Das heißt, wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach ein deutlich protektionistischeres USA und wir haben ein ohnehin schon protektionistisches China. Und das macht es für uns schwierig, denn was den meisten Leuten ja, glaube ich, nicht so bewusst ist, dass wir in Deutschland unser Geschäftsmodell enorm auf den Export ausgerichtet haben. Viel mehr als andere Staaten. Kein Land hat in den letzten 20 Jahren so stark seine Exportanteile ausgeweitet. Und das ist ja auch gut gelaufen. Aber wenn jetzt der Welthandel rückläufig ist, wenn anstelle einer zunehmenden Globalisierung, was ja der Trend gewesen ist, das in die Gegenrichtung geht, dann ist das für uns ein ganz massives Problem. Das ist ja schon interessant, was Sie sagen. Das heißt, sowohl China ist protektionistisch, die USA werden protektionistischer. Wir müssen damit rechnen, weniger exportieren zu können. Und gleichzeitig boomen die Börsenkurse weltweit. Das heißt, die Analytiker bei den großen Investmentfonds an der Börse, die scheinen diese Gefahren offensichtlich nicht zu sehen. Die sind blind für diese Entwicklung. Naja, ich meine, das wissen wir ja von den Börsen, dass die doch sehr stark dem Lemming-Prinzip folgen, dass die eben sehr stark in eine Richtung gehen und irgendwann implodiert das. Schauen Sie sich in Deutschland die Entwicklung Ende der 90er Jahre an, da hat der DAX sich quasi bis auf 8.000 vervierfacht und dann ist er bis 2003 auf 2.500 implodiert. Das Problem der Börsen ist diese extreme Kurzfristigkeit. Das heißt, ich mache jetzt ja nicht mehr Gedanken, wie sieht das aus im Sommer in diesem Jahr oder wie sieht es aus an Weihnachten, sondern ich überlege mir, wie sieht es in der nächsten Stunde, wie sieht es morgen aus, wie sieht es übermorgen aus. Und das generiert ja die Dynamik. Ja? Mhm. Und wenn alle glauben, dass es bis morgen und bis übermorgen und vielleicht noch bis nächsten Montag gut läuft, dann läuft das. Obwohl alle sagen, na gut, das ist vielleicht jetzt nicht nachhaltig, aber solange man drin ist. Solange ist alle gut mitmachen. Genau, und das Problem bei den Aktienmärkten ist dann so ein bisschen ein Problem, wie man das bei einem Fußballstadion vielleicht vergleichen kann. Wenn ein Einzelner vorzeitig raus will, kann er immer raus. Mhm. Und das glauben auch alle diese Börsenleute. Wenn aber alle gleichzeitig raus wollen, dann wird es eng. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem der Börsen, dass die jetzt sich gar nicht so fragen, was macht der Trump im nächsten halben Jahr, in einem Jahr, sondern
Das ist diese extreme Kurzfristorientierung und damit treibt das Spiel sich selber. Sie haben vorher schon Martin Schulz erwähnt, den neuen Kanzlerkandidaten der SPD, der jetzt aufgefallen ist, indem er sozusagen eine heilige Kuh der SPD angreift oder zumindest eine heilige Kuh des letzten SPD-Kanzlers Gerhard Schröder. Er will nämlich die Agenda 2010 ändern und vor allen Dingen einen Punkt hat er schon erzählt oder vorgeschlagen, nämlich das Arbeitslosengeld 1 wieder zu verlängern. Also durch die Hartz-IV-Reformen von Schröder wurde ja das Arbeitslosengeld 1 auf 12 Monate verkürzt, befristet, zumindest für alle Leute, die unter 50 sind. Was halten Sie von dem Vorschlag von Schulz, das Arbeitslosengeld 1 wieder zu verlängern? Also ich muss zunächst mal sagen, dass ich wahrscheinlich nie ein Anhänger dieser Agenda 2010 war. Ich habe eigentlich schon, als Schröder das verkündet hat, in der FAZ zwei Tage später gesagt, das ist der falsche Weg. Und es freut mich eigentlich, dass dieses Thema wieder aufgekommen ist. Mhm. In den letzten Jahren, wenn man Agenda 2010-Kritiker war, da war man schon fast verfassungsfeind. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass Martin Schulz das Thema wieder in den Vordergrund gerückt hat. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man diese Agenda 2010 jetzt nicht so folkloristisch sieht, nicht so messianisch sieht, sondern dass man sich die einzelnen Bausteine ansieht und fragt, was hat das eigentlich wirklich gebracht? Denn im Augenblick ist es ja so, das ist einfach so ein Schlagwort, wo man sagt, Agenda 2010 hat die Jobs gebracht, Agenda 2010 hat Deutschland wieder wettbewerbsfähig gemacht. Das ist quasi wie so ein Heils. Ja, das ist so ein Mantra. Auch Ihr Kollege und Ihr Kollege bei den Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat gesagt, die Reformen der Agenda 2010 haben den beeindruckenden Abbau der Arbeitslosigkeit mitgetragen. Also die wirtschaftlich gute Situation, in der Deutschland gerade steht, also vor allen Dingen als Anzeichen dafür die niedrige Arbeitslosigkeit von nur 2,8 Millionen zurzeit, schreiben viele eben den Reformen der Agenda 2010 zu. Naja, und da hilft es natürlich, wenn man einfach ein bisschen mal genauer guckt. Was ich spannend finde, ist, wenn wir ins Jahr 1992 zurückgehen. Manche Unionspolitiker sagen, wir wollen ja nicht mehr in die 90er Jahre zurück. Im Jahr 1992 war Westdeutschland global eines der Länder mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit war nur in Japan und Österreich geringer, aber die Arbeitslosigkeit in Deutschland war deutlich niedriger als in den USA, deutlich niedriger als in allen anderen wichtigen Ländern. Das heißt, wir waren damals genauso quasi Musterschüler in puncto Beschäftigung, wie wir das heute sind. Also und das war eine Phase, da war ja alles noch sehr, sehr sozial. Die Arbeitslosenhilfe war sehr großzügig ausgestaltet. Das heißt, also so einfach kann man es sich, glaube ich, nicht machen, dass man sagt, wir stehen heute so gut da, weil wir die Agenda haben. Also wir standen 1992 auch gut da. Und was, glaube ich, ein Problem war, dieses ganzen Narrativs, wie man so schön sagt, ist, dass wir natürlich in Deutschland in den 90er Jahren unglaubliche Belastung hatten. Wir hatten schon zunächst mal durch die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung, die natürlich massiv die Arbeitslosigkeit nach oben getrieben hat, weil eben in Ostdeutschland ganze Industriezweige letztlich weggefallen sind. Und für diese Menschen gab es einfach keine Arbeit. Selbst wenn man die quasi zur Arbeit getrieben hätte, es gab keine Arbeitsplätze, weil die sind alle weggefallen. Mhm. Wir hatten in Deutschland zusätzlich das Problem in der ersten Hälfte der 90er Jahre, dass über 2 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, die auch den Arbeitsmarkt belastet haben. Und dann haben wir das Ganze noch dadurch verschärft, dass wir Anfang 2000 eine Politik der Lohnmoderation konsequent verfolgt haben, die zunächst mal unsere Binnennachfrage massiv beeinträchtigt hat, sodass wir 2005 in der richtigen Rezession waren. Mhm. Ja, das heißt, das war ein konjunktureller Tiefpunkt. Dann hat die Agenda 2010, die Einführung der Agenda 2010, die Arbeitslosigkeit, die bei 4,5 Millionen war, statistisch nochmal um 500.000 erhöht, weil Menschen, die vorher bei der Sozialhilfe waren, die wurden in die Arbeitslosigkeit gebaggert. Das heißt, diese 5 Millionen Zahl, die ist riesig, aber das war quasi ein extrem ungünstiger Zeitpunkt für die Beschäftigungsentwicklung. Und wenn man das mal ein bisschen quasi auseinanderzieht und sagt, wir schauen uns mal jetzt die längerfristige Entwicklung an, ein schöner Zeitpunkt ist der Januar 2001. Da hatten wir in Westdeutschland 2,4 Millionen Arbeitslose. Mhm. Heute haben wir in Westdeutschland 2 Millionen Arbeitslose. Mhm. Muss immer einer sagen, wo da der große Unterschied ist. Wo der Unterschied deutlich ist, in Ostdeutschland, da sind heute 900.000 weniger Arbeitslose als 2001. Und das zeigt eben, großer Teil dieser Arbeitslosigkeit war eben bedingt
durch die Wirtschaftstransformation in Ostdeutschland, die war unvermeidbar. Da haben Menschen ihre Jobs verloren. Und das hat nun jetzt etwas gedauert, bis diese Menschen allmählich aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind. Nochmal zu der Forderung von Martin Schulz, der jetzt das Arbeitslosengeld 1 verlängern will. Die Arbeitsmarktforscher des IABs, also der angeschlossenen Institut der Bundesanstalt für Arbeit oder Arbeitsagentur, sagen, dass die Motivation, einen neuen Job zu suchen, sinkt, wenn man quasi erstmal das Arbeitslosengeld 1 auskosten will, wenn es verlängert wird. Stimmt es? Also neigen Sie eher dieser Ansicht zu oder glauben Sie eher, dass Schulz recht hat mit der Position, dass er das ALG 1 verlängern will? Also mir kommt das immer sehr merkwürdig vor, eigentlich was für ein Menschenbild von solchen Analysen ausgeht. Es ist die Idee, dass Menschen eigentlich keine Lust haben zu arbeiten und dass man die irgendwie nur zur Arbeit treiben kann. Wenn man sich psychologische Analysen betrachtet, dann ist der Verlust der Arbeit für die meisten Menschen einer der schwersten Schicksalsschläge. Das heißt, die meisten Menschen gehen nicht freiwillig in die Arbeitslosigkeit. Die meisten Menschen nehmen die Chance an, wenn sie einen neuen Job finden, weil natürlich das Leben in der Arbeitslosigkeit hier auch nicht so komfortabel ist. Sie haben einen deutlich geringeren Nettolohn. Es ist diese ganze soziale Stigmatisierung, die da ist. Also das Menschenbild wundert mich schon sehr. Und deswegen ist es ja, glaube ich, wichtig, dass man mal so zurückblickt. 92 in Westdeutschland, da gab es diese großzügigen Möglichkeiten, auch diesen Versicherungsschutz, und die Menschen haben gearbeitet. Und ich glaube eben, dass es genau verkehrte Sicht ist. Wir hatten 2005 nicht eine hohe Arbeitslosigkeit, weil die Menschen nicht arbeiten wollten, sondern wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit, weil die Unternehmen keinen Absatz gefunden haben. Ja. Das kann man auch schön sehen. Wir hatten im Jahr Anfang 2005 gerade noch 200.000 offene Stellen gemeldet. Und das Ganze hat sich aufgelöst, als jetzt für die Unternehmen sich die Absatzperspektiven massiv verbessert haben, weltwirtschaftlich, eben dieser Exportboom. Das hat enorm die Unternehmen, deutschen Unternehmen nach vorne gebracht. Und wir haben auch da Glück gehabt, weil das, was wir anbieten, Industrieanlagen, passte genau zu diesem Industrialisierungsprozess in China. Teure Autos für die Leute, die reich geworden sind bei diesem Prozess, passte auch hervorragend. Das heißt, wir haben genau die richtigen Dinge gehabt und haben über diese Exportdynamik dann auch die Beschäftigung verbessert. Mhm. Und es soll mir mal jemand erklären, wie der Exporterfolg eines BMW in China zusammenhängt mit Hartz IV, das nun dazu führte, dass jetzt ältere Menschen vielleicht einen größeren Druck haben, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Also ich glaube, das ist genau das Pferd falsch aufgezäumt. Die Produkte sind es, und die den Erfolg aus, den Erfolg ausmachen und natürlich auch die weltwirtschaftliche Lage sind es. Das hat Deutschland wieder rausgezogen und hat natürlich auch die Beschäftigung gemacht. Ich will es trotzdem noch mal ein drittes Mal zurück, und Sie haben es jetzt immer noch explizit gesagt, wollen Sie also ALG 1 verlängern oder nicht? Ist das eine sinnvolle Sache? Oder, stimmt, habe ich jetzt ja. Also ich sehe da verschiedene Optionen. Also eine Möglichkeit ist, dass man Arbeitslosengeld 1 verlängert. Ist ja auch die Idee, dass man das mit Qualifikationsmaßnahmen verknüpft. Ich frage mich, ob es nicht eine andere Lösung geben könnte, dass man nämlich diese alte Arbeitslosenhilfe wieder einführt, zumindest für Leute, die relativ lang in Beschäftigungsverhältnissen sind. Denn der Vorteil dieser Arbeitslosenhilfe war, dass gerade für qualifiziertere Menschen, für Leute aus der Mittelschicht, dass da der Absturz nicht so schrecklich war. Um das vielleicht kurz zu erklären, Arbeitslosenhilfe war ja sozusagen eine Leistung, die noch an dem Nettolohn sich orientiert hat und nicht an der Sozialhilfe, wie es jetzt quasi ist. Also jetzt wird sozusagen Hartz IV wird nur noch als Hilfe zum Lebensunterhalt bezahlt. Und zwar, das ist völlig egal, was man davor gearbeitet hat, während das die Arbeitslosenhilfe, die frühere, die alte Arbeitslosenhilfe, noch an dem Nettolohn orientiert war. Ganz genau. Der fundamentale Unterschied zwischen Arbeitslosenhilfe und Hartz IV ist der, wenn ich 50 bin und habe eine ordentliche berufliche Qualifikation, ich habe bis dahin ständig gearbeitet, ordentlich gearbeitet, dann bin ich bei Hartz IV nach 15 Monaten so gestellt wie jemand, der noch nie gearbeitet hat und der vollkommen unqualifiziert ist. Ja. Die Arbeitslosenhilfe sagte, okay, wir respektieren das deine Qualifikation, du bekommst, wie sie das sagten, Leistungen, die sich immer noch an dem orientieren, was du vorher verdient hast, wenn auch jetzt, das war auch nicht mehr viel, es waren 53%. Ja. Und du musst auch nicht jede Tätigkeit annehmen. Mhm. Du musst also jetzt als Ingenieur nicht unbedingt im Supermarkt die Regale auffüllen, weil ich nur solche Tätigkeiten annehmen musste, bei denen ich mehr verdient habe als die Unterstützungsleistung jetzt durch die Arbeitslosenhilfe. Aber dazu hat sich Schulz, glaube ich, noch nicht geäußert, oder? Zum Thema
Arbeitslosenhilfe statt Hartz IV? Hat er noch nicht, also ich muss noch mal sehen. Also ich finde eben das Problem bei dem Arbeitslosengeld ist, dass man das natürlich jetzt nicht unbegrenzt verlängern kann, weil man dann natürlich schon auch falsche Anreize setzen kann. Das Problem bei diesen qualifikationsbezogenen Arbeitslosigkeit, wie jetzt von der SPD das ins Spiel gebracht wird, ist, dass das natürlich irgendwann gerade für ältere Arbeitnehmer auch problematisch wird, wenn ich jetzt mit 60 meinen Job verliere und dann jetzt 4 Jahre ein Qualifizierungsprogramm mache. Das ist vielleicht auch nicht so richtig sinnvoll, sondern da meine ich, ist eigentlich so eine Art so ein Netz, das man einzieht über die Arbeitslosenhilfe, erscheint mir eigentlich die bessere Lösung. Wir wollen noch über andere Aspekte der Arbeitsmarktreformen sprechen. Eine wichtige Veränderung ist ja, dass die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse auch stark zugenommen hat. Ich habe gelesen, wenn heute ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen wird, dann ist es in 42% der Fälle, also knapp der Hälfte der Fälle, ein befristeter Arbeitsvertrag. Ist es eine Aufgabe der Politik, diese Befristungsmöglichkeiten zu ändern? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich kein Problem, weil irgendwann rutschen die Leute dann auch in eine feste Anstellung und diese Flexibilität, diese Liberalität des Arbeitsmarktes ist eigentlich eine sinnvolle Sache? Also zunächst mal jetzt zur Entwicklung. Also diese befristete Beschäftigung hat sich sehr stark entwickelt bis etwa 2010. Seither ist etwas wieder zurückgehend. Weil ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind etwa 10% der Beschäftigungsverhältnisse befristet. Wobei spannend ist, die Befristung ist vor allem ein Problem des öffentlichen Dienstes. Mhm. Das heißt, also da könnte auch die Politik durchaus was machen. Mhm. Also die ist deutlich höher als im privaten Bereich. Ich sehe da so ein bisschen zweischneidig. Die Befristung darf sicherlich dazu führen, dass da eine Dauersituation entsteht. Also die mehrfache Befristigung Das sollte sicher nicht so sein. Aber wenn man jetzt dem Arbeitgeber die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich will einfach mal sehen, ob ich mit diesem Mitarbeiter gut zusammenarbeiten kann, ob der in das reinpasst, wofür ich ihn brauche. Und man gibt dem Arbeitgeber dafür 2 Jahre Zeit, finde ich das nicht so schlecht. Also die Gefahr ist, wenn man eben die Befristungsmöglichkeiten reduziert, dass damit der Einstieg für Arbeitnehmer in Beschäftigungsverhältnisse auch wieder reduziert wird. Also das ist so ein bisschen zweischneidig. Und ich denke ja bei der Arbeitsmarktlage, die insgesamt gut ist, dass dieses Problem auch tendenziell sich zurückentwickeln und das ist auch das, was die Zahlen zeigen. Ein anderes großes Feld sind die ganzen geringfügig Beschäftigten, also die sogenannten Minijobber. Es gibt mittlerweile 5 Millionen Menschen, die also nur von einem Minijob leben und weitere 2,5 Millionen, die das zusätzlich zu ihrem normalen Job machen, den Minijob. Also wir haben mehr als 7,5 Millionen Minijobber in Deutschland. Ist das sozusagen ein Problem aus Ihrer Sicht, dass diese Zahl so stark gestiegen ist, also auch seit 2005, seit der Agenda 2010? Also die Minijobs haben eigentlich ihre stärkste Wachstumsdynamik gehabt bis 2005, die ist schon etwas früher quasi liberalisiert worden. Ich war eigentlich immer ein dezidierter Gegner der Minijobs. Ich habe immer gesagt, Minijobs sind Jobkiller. Und habe mit Herrn Clement mal in der Diskussion, als er das irgendwie nicht so sehen wollte, gesagt, die Logik ist eigentlich einfach. Wenn ich jetzt im Supermarkt die 0,7 Schnapsflasche voll mit Steuern belaste und die quasi Drittelflasche steuerfrei mache, was werden die Leute machen? Sie werden die kleinen Flaschen nehmen, nicht? Das heißt, der Staat subventioniert mit den Minijobs Teilzeitarbeit anstelle von Vollzeitarbeit. Und was besonders problematisch ist, diese Steuerfreiheit der Minijobs führt dazu, dass die am meisten begünstigt werden, die am meisten verdienen. Also wenn ich diese Steuerfreiheit ist ja umso mehr wert, je höher meine Steuerbelastung ist. Also ein extremes Beispiel, das ist jetzt nicht gender correct, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Wenn der Zahnarzt, der nun also Reichensteuern bezahlt, weil er so gut verdient, eine Frau hat, die einen Minijob annimmt und sonst nicht arbeitet, dann ist natürlich die Steuerfreiheit des Minijobs enorm viel wert für die. Weil sie müsste eigentlich auf zusätzliches Einkommen dieses Paars, müsste die Reichensteuer von 47% entfallen und es ist steuerfrei. Ja, wenn jetzt ein Schüler oder ein Student einen Minijob hat, der sonst nicht viel verdient, ist die Steuerfreiheit wertlos und auch für Menschen mit geringem Einkommen bringt das gar nicht so viel. Das heißt also, diese Steuerfreiheit der Minijobs fördert genau die Falschen. Sie fördert die Gutverdienenden, anstatt dass sie eigentlich fördert, was wir eigentlich bräuchten, wäre eher eine steuerliche Förderung und eine Abgabenförderung,
bei den geringeren Einkommen. Das Problem ist ja, dass jemand ja. mit 1.000 Euro die voll ein Bruttoeinkommen, die volle Abgabenbelastung zu tragen hat, womit er schon allein durch die Sozialabgaben dann genau, schon fast... Genau, also die Steuern zahlt er ja wahrscheinlich relativ wenig, wenig bis gar nichts. Aber er zahlt aber natürlich, die vollen Sozialabgaben, das heißt, er rutscht schon halb in das Hartz-IV-Niveau, obwohl er seine 1.000 Euro verdient. Das heißt also, ich plädiere eigentlich für Modelle, wo man, wenn man bestimmte Formen der Beschäftigung fördern will, wo man eher die Vollzeitbeschäftigung und eher die Menschen mit geringem Einkommen begünstigt, als was diese Minijobs machen, die Teilzeitbeschäftigung und die Leute mit hohem Einkommen. Das, was Sie gesagt haben. Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil viele Leute sagen, ja, aber die Teilzeitbeschäftigung ist doch wichtig. Das ist ja auch gut so. Das können die Leute auch tun. Und wenn das so wichtig und hilfreich für beide Seiten ist, dann muss es der Staat nicht noch zusätzlich subventionieren. Diese hohen Abgaben führen natürlich auch dazu, dass die Zahl der Niedriglöhner bei uns relativ hoch ist. Also als Niedriglohn gilt jemand, der weniger als 2/3 des mittleren Lohns erhält. Und das sind in Deutschland immerhin 22% der Beschäftigte. Also jeder fünfte Beschäftigte zählt eigentlich als Niedriglohnempfänger. Und es gibt nur, habe ich gelesen, in osteuropäischen, also im Baltikum, in Polen, Rumänien, gibt es sozusagen noch mehr Niedriglöhner als in Deutschland. Ist dieses Niedriglohnsegment ein Problem bei uns oder ist es eigentlich durch den Mindestlohn jetzt doch eher auf dem Weg der Besserung? Also sagen wir, was wichtig, glaube ich, ist, dass wir durch die Erfahrung mit dem Mindestlohn sehen, dass man jetzt nicht extrem niedrige Löhne braucht, um eine ordentliche Beschäftigung zu bringen. Mhm. Das ist ja auch eine so dieser Hartz-Narrative. Wir mussten jetzt erstmal die Löhne drastisch senken, damit wir Beschäftigung bekommen. Der Mindestlohn zeigt, dass wir zwar jetzt nicht mit tollen Löhnen, aber immerhin jetzt nicht mit extrem niedrigen Löhnen, dass wir da nach wie vor eine gute Beschäftigung haben. Dass also ein extremer Niedriglohnsektor nicht die Voraussetzung ist für eine sehr ordentliche Beschäftigung. Deswegen muss man mal sehen, wie sich jetzt die Einführung des Mindestlohns auf diesen Niedriglohnsektor auswirkt und inwieweit jetzt da doch eine gewisse Korrektur stattfinden wird. Wie ist eigentlich die Bilanz die Einführung des Mindestlohns? Wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile den Mindestlohn. Es gab davor ja gerade von Ökonomen, also nicht von Ihnen direkt, aber von anderen Ökonomen viel Kritik, dass ein Mindestlohn Arbeitsplätze kostet. Also ich fühle mich da sehr gut, weil ich einer der wenigen deutschen Ökonomen war, der gesagt hat, man kann das machen. Die Evidenz sieht so aus, dass da keine Beschäftigungsprobleme zu erwarten sind. Und das war ja auch nicht jetzt aus der Luft gegriffen, meine eher positive Einschätzung. Denn wir haben ja in einzelnen Branchen in Deutschland schon Mindestlöhne gehabt, bevor der generelle Mindestlohn kam, und die Evaluierung all dieser Branchenmindestlöhne hat gezeigt, keine negativen Beschäftigungseffekte. Deswegen fühle ich mich da auf der sicheren Seite. Wobei man natürlich sagen muss, Sie waren, glaube ich, anfangs für einen sehr niedrigen Mindestlohn in Höhe von 6 Euro. Jetzt ist er bei 8,80 Euro. Na gut, das ist auch schon eine Zeit lang her. Und zum anderen war meine Idee damals zu sagen, lass uns doch mal einsteigen, wenn wir den Mindestlohn haben, dann schauen wir, wie das funktioniert, dann können wir den anheben. Ja. Also das war einfach, weil ja der Widerstand so riesig war. Ja, die Idee, dass man sagt, wir gehen da einfach mal rein in dieses Regime, gucken mal, wie das aussieht, und wenn man merkt, das läuft alles sehr gut, dann kann man ja relativ schnell den Mindestlohn nach oben anpassen. Jetzt gibt es in den USA eine Bewegung, die nennt sich 15 Now, also die für einen Mindestlohn in Höhe von 15 Dollar eintritt, und es gibt mehrere Städte und Kommunen, also Großstädte auch, die das inzwischen beschlossen haben. Also Seattle zum Beispiel hat einen Mindestlohn von 15 Dollar eingeführt, auch der Bürgermeister von New York, de Blasio, ist für einen Mindestlohn von 15 Dollar. Ist es eigentlich völlig verrückt, einen Mindestlohn von 15 Dollar zu fordern? Oder finden Sie das auch nachvollziehbar? Naja, wenn ich jetzt in Städten wie Seattle oder New York bin, dann brauche ich ja Menschen, die da auch wohnen können. Ja. Ja, und wenn ich jetzt einen Mindestlohn habe, der so gering ist, dass das Wohnen und die Existenz nicht mehr gewährleistet ist, dann habe ich ein Problem. Dann bekomme ich gar nicht die Arbeitskräfte im Dienstleistungssektor, die ich brauche als große Stadt. Und deswegen denke ich, das ist eine ganz, ganz rationale und vernünftige Idee, dass man sagt, in Städten, in denen eben der Lebensstandard so hoch ist, in denen die Einkommen so hoch sind, dann müssen auch die Leute, die jetzt relativ einfache Dienstleistungen erbringen, müssen auch zumindest ein Einkommen haben, dass sie so einigermaßen sich über Wasser halten können. Aber das hieße doch zumindest, dass die Gewerkschaften in Städten wie München oder Hamburg auch einen Mindestlohn von 15 Dollar fordern müssten. Also ich glaube, man muss das Ganze vorsichtig handhaben. Man sollte
jetzt mal schrittweise die Entwicklung betrachten. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir versuchen, diese Beschäftigungseffekte des Mindestlohns zu evaluieren. Ich meine, bisher ist alles gut gelaufen, aber man sollte jetzt vielleicht auch dann nicht die Bäume in den Himmel wachsen lassen. Aber ganz klar, das ist eine empirische Frage, das muss man mal austesten, wo da der Bereich ist, bis zu dem die Beschäftigung da mithalten kann. Wir machen ja das Ganze auf Facebook Live und da gibt es auch einen Kommentar von Felix. Er fragt nämlich an Sie gerichtet, denken Sie, dass eine effektive Besteuerung von Erben möglich ist im Rahmen der Gerechtigkeitsdiskussion eine sinnvolle Forderung? Besteht hier wie bei der Kapitalertragssteuer die Gefahr einer Kapitalflucht ins Ausland, also wenn man eine Erbschaftssteuer macht, eine sinnvolle, eine effektive? Also ich glaube, dass eine Erbschaftssteuer ein ganz wichtiges Element einer sozialen Marktwirtschaft ist. Wir haben ja eine Konzentration der Vermögen, die noch viel, viel größer ist als die Konzentration der Einkommen. Also die Ungleichheit bei den Vermögen ist viel, viel größer als die Ungleichheit bei den Einkommen. Und in meinen Augen ist die Erbschaftssteuer ein Mechanismus, mit dem man eben immer wieder mal etwas diese Entwicklung korrigieren kann. Deswegen glaube ich, ist eine Erbschaftssteuer wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die beste Lösung wäre, anstelle komplexer Lösungen mit vielen Verschonungsregelungen, dass man einfach sagt, wir machen da eine Flatrate, 15% oder 20% auf alles. Natürlich mit Freibeträgen, jetzt das Häuschen von der Oma. Wie hoch sollte der Freibetrag sein? Da habe ich jetzt im Einzelnen nicht so drüber nachgedacht, aber sagen wir mal, es sollte so sein, dass jetzt ein Einfamilienhaus, sagen wir, das eine Million wert ist in einer Stadt, dass das jetzt nicht der Erbschaftssteuer zugrunde liegt. Das wäre vielleicht so, dass man das Häuschen, die Häuschen sind halt einfach jetzt teuer geworden. Ja, zumindest in manchen Städten. Ja, also das wäre so die Idee, denn das ist ja das Problem, wenn man von Erbschaftssteuer spricht, dass sich da viele Leute von betroffen fühlen, die letztlich gar nicht gemeint sind. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man da eine klare Grenze zieht und sagt, also das, was jetzt so in der Familie an einer Immobilie weitergeht, das soll jetzt auch von der Erbschaftssteuer nicht angetastet werden. Sie haben die Ungleichheit bei den Vermögen angesprochen, die extrem ist. Es ist aber auch die Ungleichheit bei den Einkommen stark. Also gerade wenn man die letzten Jahre, also 17 Jahre, seit 2000 anschaut, ist es so, dass der mittlere Teil der Gesellschaft, also die 50%, die um die Mitte sind, glaube ich, einen Zuwachs von 1% real hatten, während die oberen 10% einen Zuwachs von 14% hatten. Eigentlich ist ja Aufgabe von solcher Ungleichentwicklung Steuerpolitik. Also Steuerpolitik kann sowas regulieren. Finden Sie eine Steuerreform notwendig, die sozusagen diese zunehmende Ungleichheit wieder zurücknimmt oder ausgleicht? Naja, wir haben ja eine Steuerpolitik gehabt unter Gerhard Schröder, die ja genau in die Gegenrichtung gegangen ist. Die ja diejenigen besonders stark entlastet hat, die hohe Einkommen erzielen. Weil der Spitzensteuersatz abgesenkt worden genau, ist. Genau, ist ja bemerkenswert, dass wir unter einer Unions-FDP-Regierung unter Helmut Kohl bis 1998 einen Spitzensteuersatz von 56% hatten, einschließlich jetzt des Solidaritätszuschlags und dass das von Gerhard Schröder auf 42, also 44% dann gesenkt wurde, jetzt mit der reichen Steuer etwas wieder nach oben. Aber die große Entlastung der besonders gut verdienen, die ist auf Gerhard Schröder zurückgegangen. Und das geht natürlich genau in die Gegenrichtung. Denn was wir so erleben bei der Globalisierung, ist, dass sie ja vor allem diejenigen begünstigt, die hohe Einkommen haben, die Kapitaleinkommen haben und dass diejenigen, die gering oder geringer qualifiziert sind, entweder verlieren oder zumindest nicht profitieren. Und deswegen ist genau die Aufgabe des Steuer- und des Transfersystems hier entgegenzuwirken. Und wenn man jetzt in dieser Situation genau die entlastet, die zu den Gewinnern gehören, dann war das völlig kontraindiziert. Jetzt sagen natürlich Kollegen von Ihnen, die sozusagen andere wirtschaftspolitischen Ansichten anhängen, dass eine höhere Spitzensteuersatz zu einer Kapitalflucht führe. Also die Leute, die dann mehr bezahlen müssten, würden Deutschland einfach verlassen. Ist das ein Argument, das zieht? Überzeugt Sie das? Also zunächst mal für diejenigen, die ja arbeiten und hohe Einkommen erzielen, die können ja nicht so schnell fliehen. Das ist immer das Erste. Mhm. Also wenn ich jetzt Selbstständiger bin und da gut verdiene, kann ich jetzt nicht so schnell sagen, also wenn wir jetzt wieder die 56% hätten, dann gehe ich. Und auch da ist ja der Blick in die 90er gar nicht so schlecht.
mit den 56% Spitzensteuersatz ist die deutsche Wirtschaft in den 90er Jahren gar nicht so schlecht gelaufen. Also ein ganz ordentliches Wirtschaftswachstum. Also es ist nicht so, dass da, und wir haben auch jetzt nicht erlebt, dass im großen Stil Kapitalflucht stattgefunden hätte. Ist Ungleichheit überhaupt ein Problem? Also ich habe auch gelesen, Michael Hüter, ein anderer Ökonom, sagt, die ökonomische Ungleichheit bei den Einkommen habe in den letzten 12 Jahren nicht zugenommen. Naja, da bezieht er sich auf Statistiken, die ja auch da sind, dieses sogenannte sozioökonomische Panel, bei denen wir jetzt von 2000 bis 2005 ein extremes Auseinandergehen der Ungleichheit erlebt haben. Und das hat viel auch damit zu tun, dass die Arbeitslosigkeit so hoch war. Da ist in ganz kurzer Zeit extrem viel Ungleichheit entstanden. Ja. Und diese Ungleichheit hat sich nicht mehr zurückgebildet. Zumindest bis 2014. Die Zahlen für 2015, 16, 17, die kann der Hüter noch gar nicht haben. Die gibt es nämlich noch nicht. Ja, das heißt, wir haben ein extremes Auseinanderklaffen gehabt. Und es ist nicht zurückgegangen und es ist eben auch nicht zurückgegangen. Obwohl eine große Beschäftigung eingesetzt hat, sozusagen. Das also eben nicht Zeit, durch die Rückgang der Arbeitslosigkeit korrigiert worden. Und das ist natürlich schon Ausdruck der Tatsache, dass halt auch viele Jobs mit geringen Löhnen entstanden sind. Und deswegen ist also dieser Verweis, den finde ich immer etwas merkwürdig. Man sollte sowieso bei diesem sozioökonomischen Panel sehr vorsichtig sein. Das ist eine Statistik, die sehr viele Schwankungen aufweist. Ich würde also mich da nie auf ein einzelnes Jahr, auf dieses Jahr 2005 beziehen, sondern ich würde mir den Trend angucken. Der Trend ist eindeutig. Die Schere zwischen Arm und Reich ist in den letzten 15, 20 Jahren deutlich auseinandergegangen. Es gibt einen weiteren Leserkommentar von Raphael aus Braunschweig. Der hat eine Frage an Sie. Wie schätzen Sie die Diskussion um das Grundrecht auf Einkommen ein? Ob das eine Idee aus dem Wolkenkuckucksheim ist oder ob das eine sinnvolle Sache ist? Na gut, wir haben ja mit Hartz IV zumindest eine Sicherung eines Existenzminimums in Deutschland. Die aber bedarfsabhängig ist, ja? Die bedarfsabhängig ist, aber, und naja, das Entscheidende ist, dass da eine Verpflichtung ist zu arbeiten. Ja. Das ist der Punkt. Genau. Also ich meine, die Grundsicherung. Grundeinkommen. Des Einkommens ist da, aber es ist eben kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist eigentlich der Punkt. Das heißt, ich als Hartz IV-Bezieher. Sie müssen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und wenn ich das nicht tue, muss ich auch damit rechnen, dass ich Steuerkürzungen kriege. Das heißt, also Hartz IV sichert zunächst mal ein Grundrecht auf Einkommen, aber unter der Bedingung, dass ich mich um Arbeit bemühe. Es ist eben nicht bedingungslos. Und jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen, bin ich skeptisch, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil es vielleicht auch falsche Anreize setzt, dass eben doch Leute jetzt dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Ja, und diesem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, ist ja auch nicht unbedingt was Negatives, denn ich glaube, für die meisten Menschen ist ja der Arbeitsplatz ja auch ein Ort der sozialen Kontakte, des sozialen Austauschs, wo man einfach mit anderen Menschen auch zusammen ist. Und wenn man jetzt einfach von vornherein einen bestimmten Betrag bekommt, ohne dass man sich aus seinen vier Wänden bewegt, weiß ich nicht, ob das wirklich die richtigen Anreize sind. Haben Sie sich jemals mit der Wirtschafts- und Finanzpolitik der AfD beschäftigt? Ehrlich gesagt nicht. Nicht? Die fordern zum Beispiel Steuern nach Familienköpfen, also nach der Zahl der Personen, die in einer Familie lebt. Also dass das, ja, das haben wir ja schon. Ich meine, durch die Kinderfreibeträge. Den Kinderfreibetrag haben wir ja schon. Ich meine, das ist ja schon da. Was wir nicht haben, wäre jetzt ein Familiensplitting. Ja. Wir haben diese Kinderfreibeträge sind quasi sozial besser, weil die für jeden gleich viel wert sind. Wenn ich jetzt ein Familiensplitting mache, dann begünstigt das natürlich enorm die Vermögenden. Die Vermögenden. Also die der Zahnarzt, der eine Million verdient, also alle Zahnärzte nehmen das hoffentlich nicht übel, dass ich das immer als Beispiel nehme. Wenn der 10 Kinder hat, nicht, dann kann er natürlich sein Einkommen deutlich, dann beim Familiensplitting, dann ist das extrem niedrig. Gut, also der Zahnarzt, der 10 Kinder hat, ist ja, glaube ich, nicht jetzt sozusagen eine Modell, Familiensplitting ist eindeutig etwas für die Gutverdienenden. Ja. Das, was wir jetzt haben, Kindergeld oder diese Kinderfreibeträge, ist ja genau das, dass die Familiensituation ja auch berücksichtigt wird bei der Besteuerung. Wir sind ja jetzt in einem Wahljahr 2017, im Herbst ist Bundestagswahl, davor gibt es auch sozusagen Landtagswahlen. Wenn Sie
wenn Martin Schulz Sie um einen Rat fragt, was wäre der dringlichste Rat, dem Sie ihm geben würden, sollte er Kanzler werden? Das ist schwierig, das auf einen Satz zu bringen. Also zunächst mal würde ich ihm sagen, das hat er schon ganz gut gemacht, indem er diesen Punkt der Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit anspricht, weil ich glaube, dass das etwas ist, was wahrscheinlich gar nicht so viel kostet bei einem guten Arbeitsmarkt. Denn in der Regel werde ich jetzt, wenn ich einen guten Job habe, den nicht aufgeben, um arbeitslos zu werden. Aber es gibt dieses Gefühl von Sicherheit und wir Deutschen sind nun mal Menschen, die es gern sicher haben, die gern alles absichern würden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Arbeitnehmer noch, was weiß ich, 0,5% Sozialabgaben freiwillig bezahlen würden, wenn sie dann die Sicherheit kriegen. Weil das heißt, es spricht sehr das Sicherheitsbedürfnis der Menschen an. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir brauchen. Wenn wir wollen, dass die Globalisierung eine Zukunft hat, dann darf die Globalisierung nicht so sein, dass die Leute das Gefühl haben, materiell bringt mir das eigentlich nichts. Und für die unteren 40% der Haushalte muss man feststellen, von 1991 bis 2014 hat sich ihre materielle Situation nicht verbessert. Immerhin die unteren 40%. Es bringt mir materiell nichts, aber es wird alles immer unsicherer. Und in diesem Umfeld ist es sehr schwierig, die Zustimmung zu offenen Märkten, zur Globalisierung zu haben. Und das ist ja das, was Trump zeigt. Wenn man dem nicht gerecht wird, dann wählen die Leute Parteien, die sagen, wir machen die Grenzen dicht. Damit hätten wir jetzt wieder den Bogen gespannt zum Anfang, sozusagen zu der Situation in den USA. Vielen Dank, Peter Bofinger, einer der 5 Wirtschaftsweisen in Deutschland, der die Bundesregierung berät in volkswirtschaftlichen Fragen. Wir haben bei korrektiv.org auch einen Schwerpunkt über Veränderungen der Arbeitswelt, über härter werdende Arbeitsbedingungen. Findet ihr alles auf der Website korrektiv.org. Vielen Dank. Ja, gerne.